Es ist wahrlich eine Seltenheit, liebe Schwestern und Brüder, dass wir in der Heiligen Schrift Zeuge einer Hochzeitsnacht werden. Das kommt nicht oft vor. Nicht, dass die Bibel unbedingt prüde wäre, aber es gibt einige Dinge, die gehören auch nicht dermaßen in das Licht der Öffentlichkeit gezogen. Und die Bibel ist hier diskret. In unserem Fall, im Buch Tobit, bleibt sie diskret und dennoch verrät sie uns viel. Und zwar nicht nur über das Schicksal, vielmehr genauer gesagt die Barmherzigkeit Gottes, die diese beiden Gerechten zusammenführt, das Schicksal des alten Tobit und das Schicksal jener Sarah, die von einem Dämon geplagt immer ihre Männer dann am nächsten Morgen tot vorfindet. Es sagt uns viel darüber, über die Entwicklung dessen, worüber wir heute so viel sprechen. Ehe, Zusammenleben, das Verhältnis von Religion und Sexualität, alles sehr spannende Themen. Hier, in diese Geschichte sind sie hineinverwoben und haben eine Botschaft für uns. Denn der Text ist in vielen Punkten sehr klar. Natürlich wundern wir uns manchmal, wenn wir die Geschichten des Alten Testamentes hören und sagen, Abraham und seine Sarah sind kinderlos, also schickt Sarah ihn zur Magd und erzeugt mit ihr ein Kind. Wir hören von den vielen Frauen, etwa Davids oder Salomos, und wundern uns. Es ist eine Entwicklung, die stattfindet. Das, was wir heute in der Kirche als Sakramentalität der Ehe bezeichnen und Exklusivität, das findet sich nicht von Anfang an. Wir sehen den entscheidenden Schub bei Jesus selber in seinem Wort über das Verbot jeglicher Ehescheidung. Und hier finden wir ebenso eine wichtige Station, dass man beginnt, immer einen Bezug herzustellen zu Gott. Sein großer Irrtum der Neuzeit, wenn die Reformatoren sagen, allen voran Martin Luther, dass die Ehe ein weltliches Ding sei. Nein, sie ist es nicht. Die Ehe in ihrer Hinordnung von Mann und Frau ist immer ein Werk und ein Tun Gottes. Daran hält die Heilige Schrift fest, weil der Mensch in dieser Weise konzipiert ist. Und hier sehen wir das, nicht nur an den Gebeten, die gesprochen werden, sondern wie auch selbst in der technischen Vorgangsweise eines Vertrages, einer Übergabe der Tochter durch den Vater an den Ehemann, wie immer Gott ins Spiel kommt. Wie man sozusagen das, was man da tut, von Gott her verstehen will, von Gott herleiten will und unter seinen Segen stellt. Aber nicht als eine fromme Zutat, sondern weil das ureigene Geschehen dem Willen Gottes entspricht, bis hin zur Sexualität. Der junge Tobias betet das eigens. Ich nehme diese Frau nicht wegen Porneia zur Frau, heißt es im griechischen Text. Also nicht aus Pornogründen, das verstehen wir heute alle. Reine Lust, sagt die Einheitsübersetzung. Sondern, weil ich in ihr deinen Willen erkenne, den ich erfüllen will, den wir beide im Miteinander erfüllen wollen. Und deshalb können sie um Gottes Segen bitten, der dann auch eintritt. Weil so viel können wir schon aus der nächsten Lesung vorwegnehmen, dass der junge Tobias diese Hochzeitsnacht überleben wird. Er wird nicht das achte Opfer jenes Dämons sein, der schließlich, das ist in unserer Lesung weggekürzt, in den hintersten Winkel Ägyptens in die Wüste verschwindet, damit er dem Menschen nicht mehr schaden kann. Auch heute, und das ist auch eine Weisheit dieser Geschichte, sind gerade in diesem Kontext von Sexualität, von der Diskussion um die Ehe, unzählige Dämonen unterwegs. Unzählige. Und sie sind teilweise sehr erfolgreich. Wir wissen, dass menschliche Sexualität zu einem Geschäft verkommen ist. Die Ehe zu einem schlichten Agreement, zu einer Vereinbarung, die man treffen, aber auch wieder lösen kann. Nein. Die Hinordnung von Mann und Frau als ein Lebensziel, kommt aus der Heiligen Schrift. Tobias und Sarah,
angeleitet durch Asaria, den Erzengel Raphael, sie haben es verstanden. Und deshalb ist es geglückt. Vielleicht müssen wir zunehmend Menschen helfen, diese Grundkonzeption des eigenen Selbst wirklich zu verstehen. Wie viele stolpern in eine Beziehung oder gar in eine sakramental geschlossene Ehe hinein, ohne die Voraussetzungen zu kennen. Das ist unser größtes Problem heute. Wir klagen immer über die Scheidungen, aber wir sprechen nicht oder doch inzwischen ein wenig mehr über die Zugangsbedingungen, die wir einhalten sollten. Über das Wissen, das man braucht. Auch das Wissen über sich selbst. Das Wissen über den Menschen, um eine gelingende Verbindung in einer Ehe einzugehen.